Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Fibonacci Trading nach der Momentum-Methode. So hast du noch nie mit Fibos gehandelt. Klingt sehr spannend und ich freue mich sehr, dass wir hier heute eine Premiere bei FXLet haben, denn ich habe die Ehre, heute mit Marc Pötter zusammen das Webinar zu veranstalten. Und ich freue mich sehr, dass er für uns die Zeit und Lust gefunden hat. Und ja, ich freue mich natürlich mindestens genauso viel, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist der Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Bevor ich den Bildschirm übergebe und wir dann tatsächlich starten, wie immer müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie gerne hier an der Stelle auch kurz pausieren. So, Marc wird sich sicherlich auch nochmal im Detail kurz vorstellen und ich wünsche Ihnen und Marc natürlich auch ja, ein schönes Event. Viel Spaß und viel Erfolg und ich übergebe jetzt gerne den Bildschirm. Ja, Nelson, danke dir. Moment, ich übertrage mal eben jetzt meinen Bildschirm, dass das klappt. So, jetzt müsste man schon die Hauptfolie sehen. Das hast du schon gemacht. Risikohinweis auch. Ich meine, das ist ja auch relativ klar. Wir sind ja auch in der höchsten Risikoklasse. Also von daher, darum geht es ja auch, dass man selbstständiger Trader wird und nicht, dass man einem irgendwas vormacht hier. Ganz kurz zu meiner Person nochmal. Danke, Nelson, für die Einladung. Also freue mich sehr, hier zu sein. Kenne ja FXLet auch schon seit über 10 Jahren. Also von daher auch im Prinzip sehr gut. Und deswegen von daher nochmal eine große Freude, dass ich jetzt auch hier ein Webinar oder sogar auch in Zukunft mehrere Webinare halten darf. Ganz kurz zu meiner Person, wer mich von euch noch nicht kennt. Marc Pötter, mein Name. Ich bin seit mittlerweile 12 Jahren professioneller Trader und Investor. Mache auf der einen Seite also tatsächlich Daytrading eher so im 5-Minuten-Chart-Bereich. Auf der anderen Seite stecken aber auch über 90% meiner privaten Altersvorsorge langfristig in Aktien. Also von daher bin ich auch ein ganz großer Freund vom langfristigen Aktieninvestment, was ich auch finde, dass das die beste Altersvorsorge ist, die man so machen kann, was man ja auch in Norwegen sieht oder auch an Australien oder Neuseeland, wo die Lebensversicherungen tatsächlich in Aktien investieren müssen, also nicht dürfen, sondern müssen. Ja, also von daher das auch ein Riesenthema, aber heute eher im Bereich Daytrading bzw. Fibonacci-Methode werde ich für beides vorstellen. Bin unter anderem zertifizierter Investment-Analyst, sowohl europäisch als auch weltweit, Diplomkaufmann und ihr könntet mich auch von der einen oder anderen Veranstaltung kennen. Ich bin, wie gesagt, nicht von FXLet. Ich habe eine eigene Firma und wir entwickeln vorwiegend Handelssysteme, also programmieren die halt auch und backtesten die und deswegen kommen also auch solche Ansätze wie so ein Fibonacci-Ansatz dabei raus, dass wir dann solche Linien durchtesten und das möchte ich gerne heute mal mit euch durchgehen. Also ganz kurz, ich sehe schon und das freut mich auch, also gerne Fragen stellen, dass es nicht ganz ein Monolog ist, sondern ein bisschen Dialog. Frage kommt keine Immobilie. Noch nicht. Ich gucke aktuell nach Immobilien. War aber einfach, weil in der Vergangenheit, ich bin kein Freund davon, als Trader einen übermäßigen Preis für etwas zu bezahlen. Und ich komme ja aus dem Kölner Düsseldorfer Raum. Und da waren also auch schon vor 5, 6 Jahren die Preise immens hoch. Aber jetzt zum Beispiel, wo wir sehen, dass die Immobilienpreise fallen, ist etwas, wo ich auch gucke. Also ansonsten zu Aktien, ja, auch Immobilien finde ich eine richtig gute Sache. Sind Sie ein Gewinntrader? Müssten Sie bitte noch einmal spezifizieren, was Sie damit meinen. Also, ich profitabel handeln oder nicht, das kann ich bejahen. Also, wir haben auch schon mit meiner Firma Smart Markets auch für Vermögensverwaltung gehandelt, mehrere Jahre. Also, von daher, das ist schon etwas, was wir machen, wo wir auch, glaube ich, einer der wenigen sind, die sowas überhaupt machen. Also, Frage kommt noch: Handeln Sie auch nach dieser Methode oder ist das nur ein System, was theoretisch entwickelt wurde? Nein, das ist etwas, wonach ich schon seit knapp 10 Jahren handle. So, ich möchte ganz kurz einfach, dass man überhaupt weiß, für diejenigen, die vielleicht neu mit dabei sind, na, ich kann nicht davon ausgehen, dass alle jetzt schon Halbprofis sind. Vielleicht ganz kurz, wer überhaupt Fibonacci war. Also es geht darum, einen Herrn, der Leonardo da Pisa hieß und der wurde auch Bonacci genannt und Fibonacci ist der Sohn des Bonacci und daher kommt der Name. Will ich gar nicht wieder so weit drauf eingehen, einfach, dass man es halt mal gehört hat. Und der Fibonacci ist im Prinzip dafür
berühmt geworden für diese Zahlenfolge. Und einfach, dass ihr auch ein bisschen wisst, was ist das überhaupt, diese Fibonacci-Zahlenfolge? Ja, jeder kennt einen Fibonacci vom Werkzeug her, aber keiner weiß oder wenige wissen, woher sowas kommt. Ist eine ganz simple Sache. Und zwar, dass eigentlich immer die, nach dieser Zahlenreihe hier, dass man diese, die ersten beiden Zahlen addiert. Heißt also, die 0 plus die 1 ergibt 1. Die 1 und die 2 ergibt 3. 2 und 3 ergibt 5, 3 und 5 ergibt 8. Das ist letzten Endes das, wo wir vielleicht heute sagen, das ist ja ganz simpel, aber wenn man selber drauf kommen muss, ist es halt nicht so simpel. Ja, aber das ist die Fibonacci-Zahlenfolge. Also das heißt, wenn Sie mal fragen, was ist eine, ist die 55 eine Fibonacci-Zahl, dann könnte man das, natürlich kann man auch dann mittlerweile eine Software fragen, aber man könnte das dann mit dieser Mathematik, also einfach die, immer die beiden Vorzahlen addieren, kann man sich also das dann selber herleiten. Und daraus ist dann entstanden, beziehungsweise das wird eingesetzt in der Natur. Zum Beispiel kannst du sagen, dass die Anordnung von Fingerknochen, das ist ein Fibonacci-Verhältnis, oder auch zum Beispiel die Kaninchenpopulation ist auch ein Fibonacci-Verhältnis. All sowas. Und dann hat man mal gesagt, okay, wenn das doch so ist, dass diese Fibonacci-Zahlen so häufig vorkommen, dann können wir doch mal gucken, ob das nicht auch an der Börse tatsächlich funktioniert. Ja, also von daher war einfach die Überlegung, wenn es in der Natur so häufig vorkommt, dann müsste es doch eigentlich auch an der Börse funktionieren, wo ja auch Menschen handeln und also auch quasi nach Naturgesetzen sozusagen etwas vorgehen kann. So, ne? Mehr wollte ich auch dazu gar nicht sagen. Einfach nur, dass man so eine kleine Einführung hat, so ein bisschen Theorie, finde ich, ist immer wichtig. Und jetzt gehen wir einmal in die Handelsplattform und dann zeige ich euch, was ein Fibonacci überhaupt ist. Das ist jetzt der MetaTrader 5 und ihr findet hier das Fibonacci-Werkzeug hier oben. Ja, Fibonacci-Rücksetzungsebene heißt es dann auf gut Deutsch übersetzt. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich das hier einzeichnen. Ja, ich gehe jetzt vielleicht nochmal in ein anderes Chart, dass wir das einmal ohne die ganzen Linien hier sehen. Ich muss einmal hier die Vorlage ändern. So, dass wir mal hier eine saubere Vorlage haben, ohne Indikatoren drin. So, und jetzt seht ihr hier, dass wenn ich das Fibonacci aufziehe, dass er mir dann schon automatisiert hier eine 0% zeigt. Also letzten Endes ist das, was wir machen wollen, ist, dass wir eine Strecke abmessen. Ja, diese Strecke, die wird hier durch diese Diagonale, wird die quasi aufgezogen. Und letzten Endes ist für uns eigentlich nur wichtig oder für dich, dass du wissen musst, wo willst du das anfangen, von dieser Strecke hinziehen und das Ende. Ja, Anfang ist die 0% und das Ende sind die 100%. Und wenn du das aufgezogen hast, dann zeigt dir dieses Werkzeug automatisiert, wo zum Beispiel dann die 161% ist oder wo die 61,8% ist und so weiter. Ja, und letzten Endes das, was wir damit machen wollen, wird auch für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so kennen, ist einfach, dass wir dann sagen können, wenn wir diese Strecke abmessen, dann sollte der Kurs typischerweise an diesen Linien entsprechend abprallen. Also das sind dann Unterstützungs- und Widerstandslinien. Also Frage kommt nur, ist keine logarithmische Skala? Nein, ist eine ganz normale Skala. Also eine absolute Skala, wie man das da nennt. So, und das, was ich jetzt als erstes machen möchte, deswegen habe ich es noch nicht vorbereitet, damit ihr das mitmachen könnt. Ich habe noch andere Linien drin als diese Linien, die wir hier sehen. Ich habe auch gesehen, ein paar bekannte Leute hier drin, die werden es schon kennen von mir. Ja, aber für die es noch nicht kennen, eine wichtige Linie ist die 118%. Und da als kleiner Hinweis, wenn ihr diese Zahl mit Hilfe von der Fibonacci-Zahlenreihenfolge überprüfen wollt, werdet ihr sehen, dass die 118% gar keine Fibonacci-Zahl ist. Ist aber für mich nicht schlimm, weil wir wollen ja jetzt hier nicht unbedingt eine Zahl nehmen, die uns ein Mathematiker vornimmt, sondern diese 118%, und da zeige ich euch gleich, wie ihr das alles macht, das ist eine Linie, da prallt der Kurs tatsächlich sehr häufig ab. Also haben wir ausgetestet, programmiertechnisch, dass wir tatsächlich im Daytrading-Bereich über 40.000 Trades haben durchlaufen lassen und dann konnten wir auswerten, bei meiner Systematik, welche Linie hat welche Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs erstmal dreht. Ja, und da ist halt die 118% bei mit rausgekommen, ist also auch gar keine Linie, die wir jetzt erfunden haben. Ja, auch die findet man im Internet als Linie, aber ihr findet halt sehr, sehr viele Linien. Es gibt auch zum Beispiel auch noch eine 127,3, es gibt eine 138,2, es gibt ganz viele. Aber letzten Endes ist ja wichtig, dass wenn ich hier so viele Linien habe,
dass ich weiß, ich will ja nicht an jeder Linie handeln, sondern welche Linien sind jetzt nach meiner Systematik her relevanter und welche Linien sind nicht so relevant. Also Frage kommt noch, wie man das Fibo richtig aufzieht, das zeige ich jetzt gleich. Genau, es gibt da verschiedene Interpretationen. Aber als erstes möchte ich jetzt mit euch noch diese zusätzlichen Linien einrichten. Dafür machen wir Folgendes, wir klicken auf diese Diagonale, auf diese rote, mit der rechten Maustaste drauf und dann solltet ihr hier Eigenschaften von Fibo haben. Ja, wenn das nicht kommt, dann kann das sein, weil ihr dann hier das noch nicht markiert habt. Ich muss mal gucken, dass ich das hier wegkriege. Sagen wir jetzt mal wegmachen. Also wenn ihr das auf habt, mal gucken. Doch, also wenn ihr es aufzieht, dann müsste es direkt markiert sein. Das seht ihr an diesen viereckigen Einrahmungen hier. Rechte Maustaste hier drauf, Eigenschaften. Nur gerade gucken. So, da ist es. So, und wenn wir das hier haben, dann gehen wir hier auf Ebene und dann seht ihr nämlich hier die ganzen Ebenen, damit meinen die Fibonacci-Levels, die hier eingezeichnet sind. Standardmäßig sind das die, die wir hier drin haben und die möchte ich jetzt für meine Vorgehensweise ein bisschen abändern. Ich möchte also hier die 423,6%, die brauchen wir nicht, zeige ich gleich warum. Die können wir, Moment, ja doch, die können wir ändern und zwar in diese 118%, was ich gesagt habe. 1.18 tragen wir bei Ebene ein, bei Beschreibung tragen wir ein 118 und dann brauchen wir auch die 261,8%, die brauchen wir auch nicht. Da tragen wir auch eine sehr wichtige Linie für mein Trading, die 1.832, also die 138,2%. Hier tragen wir die 138,2 ein. Und dann haben wir im Prinzip schon die Linien, die ich nutze. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Ja, ich persönlich finde das nicht so interessant, wenn jetzt hier zum Beispiel steht nur 100 oder hier nur die 61,8. Ich möchte, also für mich ist ja viel interessanter, dass wenn ich sehe, dass ich an der 61,8 einsteigen will und ich möchte da zum Beispiel eine Limit-Order einsetzen, dann möchte ich ja wissen, was ist das für ein Kurs. Und das zeige ich euch auch, wie ihr das einstellen könnt. Nochmal rechte Maustaste hier auf die Diagonale, Eigenschaften. Und dann können wir hier hinter, ich mache es immer so, dass ich eine Leertaste mache, einen Bindestrich, nochmal eine Leertaste. Und dann tragt ihr hier das Kürzel ein, Prozent Dollar. Also auf der Tastatur über der 5 und über der 4 Prozent Dollar. Und das mache ich hinter jede Beschreibungszahl hier. Ich kopiere mir das. Ja, dann kann ich das hier überall eintragen. Also ich trage es euch auch nochmal in den Chat ein, dann könnt ihr das direkt sehen. Könnt ihr das direkt rauskopieren. So, jetzt müsste das auch bei euch im Chat drin sein. Ja, dass ihr das habt und dann machen wir das einmal hier überall. Aber hier sehe ich, 382 ist zu viel. 138,2. So, und bei der 118 wollen wir das auch haben. Und was ich dann noch ganz gerne mache, genau, dass ich hier, das ist standardmäßig nicht drin, das hatte ich eben schon gemacht, Strahl nach rechts. Das heißt also, dass die Linien nach rechts fortgeführt werden. Also in dem Moment, wenn der Kurs weiterläuft, dann will ich ja auch sehen, ja, kommt er an eine relevante Unterstützung oder kommt der Kurs an einen relevanten Widerstand? Frage kommt, funktioniert das auch in einer anderen Plattform ATAS? Da müsste es auch funktionieren. Also ich wüsste jetzt, wie gesagt, also die Plattform kenne ich jetzt selber nicht. Also ich nutze sie selber nicht, aber ich kann sagen, von, ich sag mal, 7, 8 anderen Plattformen, die ich kenne, geht es bei jeder Plattform mit dem Fibonacci. Also von daher würde ich mich aus dem Fenster legen, oder sonst kann auch der Nelson vielleicht das beantworten, ob das da geht. Aber ich würde mal zu 98% tippen, dass es da auch funktioniert, ja. Ja, also Fibonacci sind auch in den anderen Plattformen integriert und in der Regel auch sogar mit der Einstellung, dass die Kurse oder der Preis dann auch direkt angezeigt wird. Ja, perfekt, danke dir. So, und dann geben wir das hier ein. Na, und dann seht ihr nämlich, dass ihr auch im MetaTrader 5, gilt übrigens auch für den MetaTrader 4, wer von euch den MT4 nutzt, ja, dass ihr dann also direkt auch die Kurslevels habt und dann entsprechend dann auch eine Limit-Order dann sehr genau setzen könnt. So, und jetzt komme ich dahin, wie wollen wir die einzeichnen?
Ich zeige jetzt nochmal, was so der Klassiker ist, weil da auch die Nachfrage gerade kam. Klassiker ist, dass wir uns den höchsten Wert suchen, also dass wir sagen, wo ist von der Bewegung der höchste Wert, also Tageshoch zum Beispiel, das wäre hier. Tagestief ist hier unten und dann würde man typischerweise halt hier oben die 0% setzen und hier unten die 100%. Also würde man das halt typischerweise machen. Frage kam auch dann noch, warum macht man das? Also setze ich hier oben die 0% oder hier unten die 0%? Das spielt im Prinzip keine Rolle. Das will ich mal kurz zeigen, warum. Ja, wenn wir das jetzt so machen, wie ich es gerade gesagt habe, dann sieht unser Plan so aus. Und jetzt hole ich nochmal einen zweiten hier rein, mache das genau andersrum. So, machen wir den mal in einer anderen Farbe, dass man das besser sieht. Dann ist das jetzt hier der Shortplan. So, und den setze ich jetzt mal genau andersrum drauf. Ein bisschen so meinetwegen, so. Moment, falsch, wir müssen hier so aufs Tagestief. Dann passt es auch. Und jetzt seht ihr nämlich Folgendes, das ist tatsächlich beim Fibonacci, und das ist das Interessante an den Fibonacci-Zahlen, da spielt es keine Rolle, weil die Verhältnisse sind immer gleich. Ja, also ihr seht hier, dass die 38,2, wenn ich die 0 oben habe und die 100 unten habe, die 38,2 ist exakt die 61,8 auf dem Plan, wenn ich die 0 unten habe und die 100 oben habe. Die 50 ist die 50, die 38,2 ist die 61,8. Das heißt, ihr seht schon mal, dass zwischen der 0 und der 100 sind im Prinzip die gleichen Unterstützungen und die gleichen Widerstände, egal wie rum ihr das macht. Das Einzige, was ihr quasi jetzt hier nicht habt, ist, dass der quasi natürlich unter der 0 hat man jetzt hier nicht die 118%. Könnte ich aber sogar auch machen. Ich könnte sogar hingehen und könnte Folgendes machen. Ich zeige es mal ganz kurz. Ich könnte jetzt auch hier noch eine Minus 0,18 eintragen. Das würde auch funktionieren. Ich zeige es mal ganz kurz. Minus 0,18. So, minus 18. Mal sagen wir mal kurz so. Und dann seht ihr hier unten, ja, dass hier die minus 18 drin steht. Also auch das würde im Prinzip funktionieren, dass man das also sogar gar nicht andersrum machen muss. Ich zeige jetzt gleich mal, warum ich es trotzdem andersrum mache, warum ich es persönlich besser finde, aber einfach, dass ihr das Grundverständnis habt, ja, dass es also dass man da jetzt nicht sagen kann, wenn ihr jetzt einen anderen Trader seht, oh, der macht das falsch rum oder so. Das spielt im Prinzip keine Rolle, sondern das, was mich interessiert, ist Folgendes. Wir löschen jetzt nochmal hier alles. Und dann zeige ich das einmal. Machen die nochmal raus. Also mich interessiert ja Folgendes, dass ich sage, wenn ich quasi diese Strecke hätte, wir machen das gleich auch nochmal anders. Also ich habe jetzt diese Strecke und ich weiß jetzt dann, egal ob ich hier 0 oder hier 100 oder hier die 0 einzeichne, ich habe hier meine Linien, die sind in beiden gleich. Was jetzt quasi für mich wichtig ist, ich möchte ja wissen oder ich möchte schauen, in welche Richtung geht der Kurs und in welche Richtung möchte ich denn die nächsten Widerstände oder die nächste Unterstützung habe. Das heißt also, in dem Moment, wenn der Markt fällt, dann will ich ja hier unten wissen, bis wohin kann der Markt denn weiterfallen. In dem Moment, wenn der Markt hier steigt, dann will ich ja wissen, wo kann der Kurs hier oben entsprechend drehen. Ja, und so, und deswegen mache ich es so, um dass ich halt sage, ich will quasi immer, wo, also wenn du hier so einen Pfeil einzeichnest, dann will ich also quasi den Anfang vom Pfeil, da will ich die 0% hin machen und beim Ende vom Pfeil die 100%. Warum? Weil ich dann hier unten meine sogenannten Extensions habe und dann sehen kann, wo sind die nächsten Unterstützungen, wo der Kurs drehen kann. Ja, also das ist so der Grund, aber man könnte das auch mit Minuszahlen machen. Aber einfach, dass man da so eine Daumenregel hat oder ihr auch wisst, warum tue ich das überhaupt so. So, also das heißt, ne, wenn ich im Longtrend bin, dann zeichne ich typischerweise von unten nach oben. Wenn ich im Shorttrend bin, dann halt von oben nach unten. So, und das, was ich jetzt machen möchte, da möchte ich aber gerne nochmal ein anderes Chart zeigen, weil das Chart würde jetzt zufälligerweise das gleiche sein, wie wir es sonst einzeichnen. Gucken wir mal hier auf dem Dow Jones zum Beispiel. Genau, das ist gut. So, ich nehme jetzt auch hier nochmal eben die ganzen anderen Indikatoren raus, dass wir das besser sehen können. Mach das Ganze mal ein bisschen größer. So. Und das, was ich machen möchte, deswegen heißt auch der Titel so, dass ich nach einer Momentum-Methode arbeite. Ich möchte also von daher nicht einfach gucken und sagen, ich zeichne vom Hoch zum Tief, sondern für mich ist es ein Unterschied. Ich zeichne das mal hier auf.
Für mich ist das ein Unterschied, ob der Kurs vom Hoch zum Tief so läuft oder aber ob der vom Hoch zum Tief so läuft. Ja, und dann langsam runtergeht. Das ist für mich ein Unterschied. Ja, und zwar deswegen, weil mich interessiert quasi, wie ist das Momentum, also quasi, was ist der initiale Impuls des Marktes? Das heißt also, ich möchte tendenziell den ersten Impuls, das wäre jetzt hier, wäre das hier von oben eingezeichnet, die 0% und die 100%. Oder beziehungsweise hier im zweiten Fall wäre das nur dieses kleine Stück, wäre das die 0% und die 100%. Das ist das, was mich interessiert. Ich will also sehen, quasi die ersten Leute, die verkaufen, wie lange quasi hält dieser erste Verkaufsdruck stand. Ganz genau das möchte ich machen. Ja, und da könnt ihr eigentlich eine ganz simple Sache machen, das zeige ich euch mal. Ihr geht also quasi von dem Hoch und schaut dann halt, oder würdet quasi, es gibt ja auch so eine Art Indikator, es gibt so einen Zigzag-Indikator, so einen Zickzack-Indikator. Der zeichnet das im Prinzip so ähnlich ein. Der macht nichts anderes, dass der quasi so diese Hochs mit den Tiefs verbindet. Der würde sich also so einzeichnen, so. So ungefähr zeichnet der sich ein. Und wenn dieser Indikator sich so einzeichnet, was ihr aber auch wie gesagt selber machen könnt, dafür braucht man jetzt nicht diesen Zickzack-Indikator. Dann will ich genau hier oben, wo ich starte, will ich die 0% eintragen und quasi beim ersten Knick von diesem Zickzack, ja, beim ersten Tief sozusagen, da möchte ich die 100% einsetzen. Ja, und dann bekomme ich ja automatisch die entsprechenden anderen Einstufungen. So, das können wir jetzt mal machen. Ist ja jetzt ein ganz, ganz aktueller Markt. Wir nehmen jetzt unser Fibonacci, fangen hier unten, also warum das so ist, weiß ich nicht, aber in vielen Handelsplattformen so, man fängt meistens mit der 100% an. Ich finde es immer, oder ich fände es logisch, dass man mit der 0% anfängt, ist aber nicht so. Also ich fange hier mit der 100% an, ziehe es entsprechend hoch. Hier oben, ja, weil wir gesagt haben, das ist unsere Ausgangsbewegung hier. Ich mache mal eben, dass wir das nach rechts erweitern, so Strahl rechts. So, und dann habe ich ja gesagt, dass wir aus Testungen her die 118% als wirklich gute Linie, das ist keine Erfindung von uns, aber haben wir doch sehr gut ausgetestet. Und hier seht ihr, und das ist ganz typisch, dass wenn ihr so ein Muster habt, dass der Kurs fällt, wieder zurückgeht und man diese Strecke abmisst hier, also 0%, 100%, dass wir dann sagen können, mit einer etwas erhöhten Wahrscheinlichkeit wird der Kurs typischerweise nochmal 18 bis 38% weiter übertreiben. Ja, typischerweise 18%. Und das ist genau das, was wir hier mit der 118% abmessen, wo wir dann sagen können, okay, wenn der Kurs nochmal runterkommt, dann sollte er hier bei dieser 118% erstmal wieder drehen. Ja, und hier haben wir jetzt ein ganz klares Beispiel, wie gesagt, ist der Markt von heute, also kann ich mich nicht darauf vorbereitet haben oder so. Ja, dass wir hier genau sehen, in dem Moment, als der Kurs hier hochgeht, in dem Moment weißt du schon, hier unten bei der Marke von 31.592,39, da ist ein Umkehrpunkt, wo er typischerweise drehen sollte. Er wird da nicht immer drehen, die Glaskugel, die habe ich auch nicht, aber er wird halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit drehen. Und das ist dann ganz genau der Einstieg, den wir hier haben, dass wir dann hier sagen können, hier ist für mich dann, für mein Traden, die erste Möglichkeit, dass ich in Long-Richtung wieder einsteige. Ja, das ist etwas, glaube ich, was die meisten, die mich halt nicht kennen, sage ich mal, wahrscheinlich so nicht kennen, dass man Fibonacci so einsetzt und dann tatsächlich damit zu Übertreibung und halt Untertreibung handelt. Ja, und deswegen setzen wir die 118% ein. Und nehmen auch noch die 138%. Also das sind so Marken, das kommt auch so ein bisschen darauf an. Nicht jedes Währungspaar und nicht jeder Index ist gleich. Also es gibt tatsächlich Indizes, Währungspaare, wo eher die 118% angelaufen wird und Indizes und Währungspaare, wo die Übertreibung ein bisschen weiter geht, wo dann typischerweise die 138% angefahren wird. Ja, das ist aber etwas, das könnt ihr halt selber austesten. Wie gesagt, weil diese Systematik, das ist etwas, das ist kein Nachzeichner-Indikator, also der sich quasi während des Live-Handels ändert, sondern ob ich den jetzt einzeichne oder ob ich den live halt einzeichne. Und in dem Moment, wenn der Kurs hier hochgeht, dann habe ich das was ist das dann hier, 13.30 Uhr oder sowas, habe ich den Plan genauso drin. Das heißt also, ob ich den im Vorfeld einzeichne oder jetzt im Nachhinein,
ich bekomme immer wieder die gleichen Linien, was das sehr Schöne daran ist, dass ich das auch, also dass ihr das dann auch ein bisschen backtesten könnt. Ja, da muss man gar nicht so weit zurückgehen. Da reicht es, dass man einfach mal sich ein paar Wochen nimmt und das halt dann entsprechend so macht. Ja, wir können ja zum Beispiel nochmal gucken. Vielleicht sagt einer von euch, was wir uns mal anschauen wollen, zum Beispiel jetzt im Tageschart. Die sagt ja auch, dass ich damit auch entsprechend Aktien handle und dergleichen. Also wir können mal zum Beispiel gucken, Nasdaq dann gucken wir mal Nasdaq zum Beispiel Tageschart. Wo haben wir es hier? Da, Nasdaq. Ziehen wir das mal rüber, gehen wir mal auf den Tageschart zum Beispiel. Moment, ein bisschen rauszoomen. So, zum Beispiel jetzt hier Oktober. Ja, wir sind zum Beispiel Long-Investoren, möchten in Technikwerte einsteigen. Also kommt gleich noch die Frage GBB USA, machen wir gleich gerne. Wir kommen noch Vorschläge, sehr gut. So, ich zeige es mal im Prinzip ganz kurz. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sehe, dass die Nasdaq dreht, ja, endlich im Prinzip Boden halt hier gefunden. Und das Gleiche ist jetzt, dass ich wieder sagen kann, okay, ich kann jetzt wieder meinen Zickzack-Indikator, den ich mir sozusagen selber einzeichne. Ja, wenn einer das nicht versteht, kurz sagen. Aber so würde ich das jetzt mal einzeichnen, so nach dem Motto. Also ne, ich denke, es ist relativ eindeutig, dass wir hier die Zwischentiefs und halt Zwischenhochs nehmen. So, jetzt frage ich euch, wohin kommen 0 und die 100? 0% wieder hier unten hin, weil wir jetzt die Long-Bewegung abgreifen wollen. Und dann haben wir ja quasi bis zum ersten Knick, da haben wir die 100%. Ja, also wird 1 zu 1 nach Regelwerk, dann gibt es keine Deutung oder irgendwas. So, das mache ich jetzt, dass ich das entsprechend einzeichne. Na, und dann ist hier der typische Punkt wieder, wo der Kurs dreht. 118%. Ne? Ihr seht, es ist nämlich immer punktgenau, dass er dreht, das geht leider nicht. Ne? Kann doch mal sein, dass er nochmal hochkommt und dann 238 geht. Ja, aber dann kommt erstmal wieder der Abverkauf. Ja, das ist also das Typische, wie wir das im Prinzip handeln. Und dann zeige ich euch, ich habe ja gerade noch rausgelöscht. Und ein Timer schreibt, was ein Quatsch, das FIBO so anzulegen. Guckt, der Kurs geht etwas zurück und prallt am 61 ab. Sind aber keine 61, guckt, sondern 38, völlig irreführend. Kannst du das bitte nochmal kurz konkretisieren? Ich gehe gerne darauf ein. Ich weiß jetzt nicht genau, was du da meinst, was das jetzt hier ist. So. Ja, weil ich mal erstmal haben wir im Prinzip nur gesagt, wie kann man abgreifen, dass der Kurs an ganz gewissen Stellen entsprechend abprallen kann. So, und was ich jetzt mal zeigen wollte, wie ist das? Oder ich hatte ja mir eben gesagt, dass ich die weiterführenden Extensions hier, also die 261% und dergleichen, dass ich die nicht brauche. Das kommt daher, dass in dem Moment, wenn der Kurs hier oben rausgeht, aus meinem Plan, aus der 161, dass ich dann Folgendes mache, dass ich mir einfach einen zweiten Fibonacci-Plan nehme, die 100% auf die 161 lege, die 0 auf die 0 hier unten und dann habe ich automatisch wieder die nächste 118%, die nächste 138, die nächste 161 und das Schöne jetzt hier, auch das zum Nachprüfen, auch hier seht ihr, dass wiederum der Kurs hier entsprechend hochgeht und hier oben wieder an der 118% abprallt und erstmal wieder abverkauft wird. Ja, und das ist etwas, wie gesagt, das könnt ihr nachprüfen, das könnt ihr selber einzeichnen. Ne? Das ist nichts, was man aus dem Bauch heraus machen muss oder dergleichen, sondern das ist eine handfeste Systematik, die man für sowas nutzen kann. Vorteil halt hieran ist, dass ich zum Beispiel oder dass ich zum Beispiel auch weiß, dass wenn ich jetzt hier irgendwo oder wenn ich jetzt hier, meinetwegen hier bin ich irgendwo rein und dann kommt der Kurs runter und der Kurs steigt, dann ist das für mich klar, dass ich zumindest jetzt im Tageschart, wo wir jetzt sind, dass ich hier auf dem Weg nach oben in Short-Richtung erstmal nichts mache, bis der hier oben, beziehungsweise in
dem Bereich ist. Das heißt also, es hält mich auch davon ab, dass ich halt unsinnige Trades mache, also dass ich halt dann probiere, permanent zu handeln. Deswegen sagte ich, konzentrieren wir uns auf ein paar Linien und wollen nicht an allen Linien entsprechend handeln. So, wir gucken jetzt nochmal. US-Dollar-Yen wurde gerade gesagt und Cable, wenn ich es eben gesehen habe. 3M-Aktie, ich muss gucken, ob die hier drin ist im MT5. Wenn drin, dann gerne. Gucken jetzt erstmal, was wir drin haben. Cable haben wir drin. Cable in welcher Zeiteinheit? D1, okay, also Tageschart. So, Mensch, machen wir eben wieder hier Indikatoren raus. So, haben wir hier unser, guck, das müsste das absolute Hoch hier sein, genau. Werden wir aber wahrscheinlich jetzt noch nicht viel machen können, weil, ich zeige das mal eben ein, wir haben ja hier, wenn wir das quasi von hier oben runter zeichnen, dann haben wir ja hier quasi die Bewegung so runter. Das heißt also, würden wir dann hier die 0% einzeichnen und hier die 100%. Machen wir. Ja, hat er jetzt hier nicht im Prinzip ganz gemacht. Also von daher, hier würden wir jetzt warten, dass der Kurs auf die 1,1731 geht. Was er jetzt im Prinzip auch gar nicht im Prinzip machen muss. Er hat hier vorher auch schon mal das Hoch angetestet. Also wäre jetzt eher mein Tipp, dass wir hier ein neues höheres Hoch sehen. Was im Prinzip nicht schlimm ist. Also das kann auch passieren. Deswegen ein sehr schönes Beispiel. Dass er dann natürlich die 180% nicht erreicht, dann haben wir Pech gehabt. Dann habe ich aber auch hier unten keinen Einstieg für mich. Und also das ist halt auch wichtig, dass wenn durch das Fibonacci auf der einen Seite im Regelfall ganz gute Einstiege gibt, auf der anderen Seite halt natürlich dann auch, wenn der Kurs mal nicht so weit geht, weil es immer wieder fundamental drehen kann oder so, dass ich aber auch dann im Prinzip keinen Einstieg habe, aber dann ist das halt so. Ja, also da können wir jetzt im Tageschart relativ wenig machen. Das ist nochmal US-Dollar-Yen, wurde noch gesagt. In welcher Zeit der US-Dollar-Yen? So, ich gucke jetzt nochmal hier. US haben wir den schon drin? Noch nicht. Doch, US-Dollar müsste schon drin sein. Bisschen nicht gesehen. Doch, da ist er. So, machen wir da direkt. So, auch der 1. So, sehr schön. Heißt also, wenn wir jetzt von hier unten ausgehen, dann hätten wir im Prinzip Folgendes. Hätten wir quasi hier sozusagen, dass es so runter geht, so entsprechend hoch. Würden wir also dann hier unsere 0% draufsetzen und hier die 100. Ja, mache ich mal. So müsste man es gut sehen. Moment, so. Ja, und dann haben wir hier, haben wir dann genau unseren Einstieg. Wie gesagt, und das ist jetzt ein Beispiel von einem Teilnehmer, nicht von mir, aber ihr seht wieder exakt die gleiche Systematik. Sogar mit dem Gap springt er hier oben auf die 118% und wird erstmal perfekt abverkauft. Das sind ganz genau die Einstiege, die wir nutzen wollen. Was wir
Was wir nicht sagen können, na, dass wir im Prinzip zuschüren, aber die Gelddruckmaschine haben wir noch nicht. Wir können nicht sagen, dass bei jeder 118% der Kurs bis hier unten durchfällt. Na, aber wir zum Beispiel, wir handeln das so, gerade wenn wir es im Bereich Daytrading handeln, dass wir bei der 118% einsteigen und dass wir den Stopp entweder hier über die 138 oder über die 161 setzen. Das heißt, in dem Moment haben wir hier dieses Risiko. Und wenn er bis hier unten hinläuft, haben wir sogar schon CRV von circa 2, können wir damit dann erreichen. Na, also das wäre dann halt schon ein Trading-Ansatz, wenn ich also jetzt quasi bei solchen kleinen Aufwärtsbewegungen das einzeichne und dann entsprechend handle. Na, aber ihr seht, dass er genau hier wieder nach der gleichen Systematik, dass er wunderbar hier bei der 118% abprallt. Und jetzt wiederum, wir sehen, Kurs geht über die 161 drüber. Dann würden wir entsprechend einen zweiten Fibonacci nehmen, wieder die 100 auf die 161, dass wir den Plan sozusagen erweitern. Ja, und dann haben wir hier wiederum die nächste Möglichkeit, dass er entsprechend Short gehen kann. Das ist das, was ich sagte, wir können nicht so zu 100% sagen, ob es immer 118 ist. Es kann halt auch mal zu 138 sein, hier wäre es jetzt 138. Nur deswegen zielt es sich, dass man bei 118 den Stopp über die 161 setzt und dann ist man eigentlich auf der relativ sicheren Seite bei vielen Trades, dass halt dass sowas anläuft. Also Gold kommt noch, gucke ich auch direkt, sehr gut. Schauen wir direkt, gucken, ob hier Gold schon drin ist, ich glaube noch nicht. Aber der andere Teilnehmer sagte eben 3M, ich gucke mal eben, ob die Aktie drin ist. Ja, mal kurz, sollte drin sein. Atmen. Ja, wunderbar. So, dann gucken wir da mal direkt. So, hier nehmen wir einen Tageschart. So, gucken erstmal raus. Wenn wir so eine lange Abwärtsbewegung haben, dann können wir Folgendes machen. Da können wir also entweder hier oben anfangen und dann uns quasi langsam runterhangeln. Dann hätte man entsprechend sehr, sehr langfristige Unterstützung. Ich zeige es mal eben, wie man das macht. Und dann würden wir also quasi hier oben auch wieder anfangen und würden entsprechend so die Hochs und Tiefs verbinden. Ja, letzten Endes geht es uns ja nur um den ersten Knick. Da müsst ihr nicht so weiter. Ich will es einfach nur zeigen, so von der Systematik, wie man halt sowas einzeichnen würde, dass man das entsprechend sieht, was man da verbindet. Ja, also wir brauchen nur hier oben den ersten Bereich. Das zeichnen wir ein. So, und jetzt müssen wir das natürlich dann ein paar Mal erweitern, wieder die 100 auf die 161. So, und dann kann man das quasi so nebeneinander runterziehen, jeweils immer. Dann gucken wir mal, wo wir hier unten rauskommen. Also hier hätten wir jetzt dann auch erstmal hier unten den Abpraller gehabt, hier von der 118, dass er entsprechend hochgeht. Sorry, falsch. Falsch, falsch, falsch. Das ist die 100, hier ist die 118. Na, 118 hält er ein bisschen kurz, prallt aber punktgenau bei der 138 ab und geht hoch. Na, also da, wie gesagt, also eine 100% Trefferquote haben wir da nicht. Ja, aber heißt, wenn ich hier irgendwo einsteigen wollte, dann wäre das halt auch hier in dem Bereich gewesen, dass wir dann im Prinzip probieren, gegen den Trend zu handeln. Grundsätzlich, ja, also das heißt immer auch so ein Fibonacci-Trading, das was ich schon direkt sagen kann, wir können darauf keinen Roboter bauen, dass der immer jede 118 handelt. Das heißt, also ganz genau wie bei allen anderen Methoden auch, ist es natürlich wichtig, dass wir setzen damit nicht eine andere Chart-Theorie außer Kraft oder dergleichen. Das heißt, in dem Moment, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben einen starken Abwärtstrend, was glaube ich hier unverkennbar ist, ist es natürlich für uns viel, viel interessanter, dass wir auch in Abwärtstrendrichtung handeln, also dass wir den Abwärtstrend handeln. Heißt, was wir also jetzt entsprechend hier machen, dass wir dann sagen, ich lösche jetzt mal eben noch den, dass wir dann natürlich zum Beispiel von hier unten, wenn wir hier sehen, der Kurs fällt und wir sind hier unten, dass wir von hier unten den Plan einzeichnen und dann probieren, über eine Übertreibung entsprechend Short reinzukommen. Ja, das zeige ich mal, wie man sowas dann macht. Wiederum gleiche Systematik. Ja, wir zeichnen einmal von hier unten Bewegung nach oben ein.
So, das heißt, hier haben wir unseren ersten Knick. Würden also dann hier die 100% einzeichnen. Zeichne ich eben ein. Ja, und dann habe ich nämlich, und das sind eigentlich die richtigen interessanten Einstiege. Also das sind auch die Einstiege, die ich persönlich sehr gerne handle, weil wir dann, ich sag mal, mit der Charttechnik, mit der üblichen Charttechnik handeln, aber halt über das Fibonacci unseren entsprechenden Einstiegspunkt bekommen, dass ich also genau hier bei der 118 einsteige. Ich setze meinen Stopp hier über die 161. Aber ihr könnt es mal ausmessen, was wir da für ein Risiko haben. Ja, das sind 87 Pips. Und bis hier runter haben wir schon 240 Pips. Ja, das sind also ist ein Dreier CRV. Ja, und das sind die interessanten Einstiege, weil ich damit das natürlich dann schaffen kann, dass ich mit einem hohen CRV handle und dass ich in so eine Abwärtsbewegung über diese zwischenzeitlichen Korrekturen, dass ich die mit dieser Systematik relativ gut abmessen kann, weil die Systematik, die sagt mir ja auch, dass ich warten muss, bis dieser erste Impuls, und der kann ja manchmal relativ lange dauern, bis der halt unterbrochen ist. Ja, also das ist im Prinzip daran wichtig. So, und jetzt würden wir Folgendes machen. Ja, wenn wir jetzt diesen Einstieg hier gehandelt haben oder haben ihn nicht gehandelt, wo wir gucken jetzt auf das Chart, dann sehen wir, dass die 0% unterschritten ist. In dem Moment, wenn die 0% unterschritten ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als unseren alten Plan zu löschen. Und jetzt müssen wir abwarten, dass wir dann hier unten quasi, dass jetzt der Kurs wieder entsprechend ansteigt. Also er müsste ja quasi jetzt hier entsprechende Kerzen ausbilden, ne, und müsste dann halt wieder korrigieren, dass wir wieder unser umgekehrtes V halt, unser Dach einzeichnen können und dass wir dann wieder sagen können, 0%, 100% und entsprechend bei der 118 oder 138% dann entsprechend Short einsteigen. Also wir wollen schon gucken, dass wir mit dem Trend gehen. Ne? Wie gesagt, das Fibonacci, auch wenn das, gerade wenn man es halt neu kennenlernt, dann denkt man, boah, das ist der Heilige Gral. Nein, der Heilige Gral ist es nicht. Aber es ist wirklich ein richtig cooles Tool, was ihr selber mit genau der Systematik nachprobieren könnt. Ne? Man muss sich auch ein bisschen einarbeiten, muss gucken, in welche Instrumenten. Klappt es ein bisschen besser, klappt es ein bisschen schlechter, aber funktioniert sowohl für Daytrader, 5 Minuten, da ist es, wo ich es nutze. Ich nutze es in 5 Minuten, Stunde und halt in der Aktienanlage im Tages- und im Wochenchart. So, jetzt komme ich nochmal zu Gold. Da wurde nochmal gefragt. Ne, das war jetzt hier die 3M-Aktie. Und jetzt gucken wir nochmal Gold. Das war nicht offen. So, Gold, H4 oder Tageschart. So, gucken wir erstmal ein bisschen höher. Jetzt halt wieder, in welche Richtung möchte ich reinkommen? Ja, tendenziell würde ich jetzt mal hier sagen, dass wir zumindest vom Trend von 5. Oktober, also mal Gold ist ja mittlerweile relativ oder stärker korreliert mit Aktien, als das früher der Fall war. Also tendenziell würde ich jetzt hier sagen, dass wir probieren wollen, long reinzukommen. Heißt also, dann würden wir nicht von hier unten einzeichnen, sondern dann würden wir quasi von diesem Zwischenhoch nach unten zeichnen, damit wir da sehen können, okay, wo ist eine Übertragung nach unten, dass wir dann mit einer 118% oder 138% quasi in Long-Richtung starten können. Ja, heißt, ich würde jetzt wieder das so einzeichnen, entsprechend hier runter. Da haben wir aber bisher erst quasi so die Bewegung. Also können wir nur einzeichnen hier 0 und hier 100. Das machen wir einmal. So, und haben dann, wenn er runterkommen sollte, hätten wir einen Einstieg bei 1778 circa. Ja, das wäre dann sozusagen der nächste Impuls, wenn er runterkäme, dass er dann wieder steigen sollte. Ja, aber auch hier, ich meine im Prinzip jetzt letzten Endes, das war jetzt hier wegen dem Bankrun in den USA. Das ist natürlich immer wichtig, dass wir auch auf fundamentale Daten gucken. Also, ne, also auch da ist so, dass die Charttechnik das nicht außer Kraft setzen kann. Aber Gold ist dann natürlich in dem Moment, wenn Leute von Banken Geld abziehen, ja, weil es gab jetzt eine riesen Bankpleite in den USA,
dass dann natürlich die sicheren Häfen aufgesucht werden, also in Schweizer Franken und halt Gold zum Beispiel. Ja, aber je nachdem, wenn er jetzt nochmal hier runterkommen sollte, wäre das die Möglichkeit. Entsprechend, wenn der Kurs hier oben drüber geht, Plan löschen und dann entsprechend wieder von neuem, wenn die nächste Abwärtsbewegung kommt, dass ich es dann wieder einzeichnen kann. Was kann ich sonst noch gut handeln? Ich kann sonst noch im Prinzip sehr gut handeln, auch so eine 23,6%. Ja, und zwar, das kennt ihr auch klassisch aus der normalen Charttheorie, dass wir ja Folgendes haben, dass wenn ein Aufwärtstrend da ist, dass wir typischerweise so der Aufwärtstrend hochgeht. Also, dass wir diese höheren Hochs haben und die höheren Tiefs haben hier. Und die 23% ist Folgendes, wenn du hier 0% einzeichnest und hier die 100%, dann ist dieser Rücksetzer hier, der ist oftmals auf der 23,6%. Ja, und deswegen kann man das also auch sehr gut handeln. Das heißt also, wenn jemand davon ausgeht, dass der Kurs hier doch nicht durchgeht, weil wir hier noch ein Gap aufhaben, weil wir hier unten ja die 118 auch noch aufhaben, dann kann man tatsächlich sogar probieren, hier Short einzusteigen. Ja, wäre dann quasi das dann der Trendbruch. Ja, Trendbruch heißt ja Folgendes, dass der Kurs hochkommt und dann vor dem Hoch dreht und runtergeht. Ja, und wenn ihr sowas seht, dann seht ihr auch, dass alles irgendwo miteinander verbunden ist oder sehr viele Sachen in der Charttheorie tatsächlich das Gleiche meinen. Also ob ich jetzt hier eine 23,6% handle oder aber, ich schreibe es mal dran, dann werden viele von euch wissen, was ich meine, oder ob ich eine Schulterkopf-Schulter handle, ne, das sind immer wieder die gleichen Sachen. Schulterkopf-Schulter sagt nichts anderes, als dass wir keine Trendfortsetzung haben. Ja, Trend oder keine Trendfortsetzung heißt kein höheres Hoch, dementsprechend ein tieferes Hoch. Ist aber exakt das Gleiche, was wir auch hier hätten mit der 23,6%. Auch das zielt darauf ab, wenn ich davon ausgehe, dass der Trend nicht weiter raufgeht, sondern dass er entsprechend runtergeht. Ja, also das ist von daher die Sachen, das ist nicht, dass man das eine oder das andere, aber es ist immer wieder eine andere Sichtweise der Dinge. Und dem einen, dem passt halt besser die Formation, dem anderen, mir persönlich, ich mag halt lieber in Fibonacci, weil ich das da alles sehr, sehr klar habe. Ja, aber viele Sachen sind dann doch ähnlich, wenn man das Ganze so relativ gut versteht. Also Frage kommt noch, kann ich das nicht im letzten Tagestief und Hoch vom letzten Tag einzeichnen? Das kannst du auch ausprobieren. Das wird sogar auch relativ häufig funktionieren. Also Frage gilt dahin, kann ich nicht die ursprüngliche Systematik beibehalten? Also nehmen wir jetzt mal hier einen 5-Minuten-Chart an. Und dann geht es darum, dass ich also dann ganz simpel den... Moment, hier, da wollte ich hin. So. Dass ich also dann sage, Tageshoch, Tagestief hier einzeichne und dann die 118% hier oben handle, kannst du auch machen, wird auch in vielen Fällen gut gehen, weil das ist auch was Typisches ist, also der Ausbruch vom Tageshoch oder vom Tagestief, der Ausbruch, der ist typischerweise nicht, dass es ausbricht und dann in eine Richtung mal weitergeht, sondern dass es halt etwas überschießt, das sind auch häufig diese 18% und das halt dann wieder erstmal in die Gegenrichtung geht. Ja, also kannst du das ausprobieren, vor allen Dingen würde ich dir da empfehlen, teste es auch entsprechend zurück, schau dir mal die letzten Wochen an, einzeichnen und guck einfach mal, ob das in deinem Währungspaar oder Index oder was du handelst gut funktioniert oder nicht. Frage kommt dann, warum funktionieren die Fibonacci-Levels überhaupt? Das kann ich dir nicht wissenschaftlich nachweisen. Was ich sagen kann, ist, dass diese Fibonacci-Levels, beziehungsweise dass diese Verhältnisse in der Natur super häufig vorkommen, also einfach mal Fibonacci Natur googeln, da wirst du sehen, bei Sonnenblumen, beim Fingerknochen, also der goldene Schnitt in der Kunst ist auch ein Fibonacci-Verhältnis, ja, also es kommt ganz, ganz häufig vor und das war einfach die Idee zu sagen, wenn ich es überall sehe um mich rum, dann kann es doch sein, dass diese Verhältnisse auch an der Börse irgendwo funktionieren, ja, und das ist der Grund, weshalb sie funktionieren. Wir haben im Prinzip das sozusagen nicht überprüft, warum sie funktionieren, sondern wir haben überprüft anhand von den Tests, also von Kursmustern, dass zum Beispiel so eine 118% in der Mehrzahl der Fälle funktioniert. Na, also das haben wir nachgeprüft, aber ich kann ja nicht tatsächlich eine wissenschaftliche Begründung geben, warum das ganz genau so ist. Ja, also ich sag mal, so kann man hier relativ einfach handeln. Wie gesagt, geht in unterschiedlichen Zeitebenen.
So, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Tageschart, da können wir es dann auch nochmal gucken. Ja, hier haben wir aber im Prinzip, ja, hier geht es aber im Prinzip eigentlich so bis hier unten runter. Also hätte man hier irgendwo die 118%. Man macht wenig Sinn, das jetzt einzuzeichnen. Vielleicht auch nochmal als Beispiel. Hier haben wir das September-Tief. Wenn wir dann sagen, wir haben hier die Abwärtsbewegung, wir wollen irgendwie Short erstmal reinkommen. Man weiß ja da noch nicht, dass es tatsächlich dann so steigt. Dann hat man hier relativ eindeutig jetzt quasi hier unseren Knick. Wir zeichnen das entsprechend wieder ein. Ja, und dann sehen wir auch wieder, dass hier so der Bereich ist, wo der Kurs erstmal dreht. Ja, wieder das, was wir nicht sagen können, dass er dann tatsächlich bis hier unten rumfällt. Das können wir nicht sagen, aber es gibt schon viele Möglichkeiten, dass man das sehr gut einsetzen kann. Interessant halt auch immer, wenn ihr so ein Fibonacci drin habt, dass man dann einmal rausgeht und dann da natürlich auch ein bisschen nachschaut, wo sind denn die typischen Marken von dem anderen Chart. Ich sagte ja, dass ein Fibonacci nicht die Charttheorie als solches außer Kraft setzt, sondern wir wollen es eigentlich miteinander verbinden. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich sehe, dass ich hier einsteigen möchte, weil ja zum Beispiel hier eine 118% ist, hier, na, da ist ja die 118. Und jetzt will ich hier vielleicht probieren, schon Short reinzugehen, dann sollte ich definitiv nicht meinen Stopp irgendwo hier hinlegen, selbst wenn das jetzt hier funktioniert hätte, na, darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass wenn wir sowas 10-mal, 20-mal, 30-mal machen, weil ich sehe ja hier, dass das alte relevante Hoch, das ist hier. Und ich möchte natürlich nicht vor diesem relevanten Hoch ausgestoppt werden. Ja, weil das ist natürlich ganz typisch, wenn der Markt so runter geht und er kommt hoch. Und so haben wir, so. Ja, dann ist ja gerade die Definition des Abwärtstrends, dass wir ein tieferes Tief als dieses haben. Aber das heißt natürlich, wenn der relativ weit oben dran geht, in die Nähe von diesem, ein tieferes Hoch haben. Na, das heißt natürlich, wenn der hier relativ nah dran geht und fällt dann will ich natürlich nicht hier kurz vor diesem Hoch ausgestoppt werden. Dementsprechend würde ich niemals meinen Stopp hier hinlegen, wenn ich sehe, dass das alte Hoch hier vom Abwärtstrend etwas höher liegt. Ja, auf solche Sachen wollen wir achten. Ja, das heißt, wir wollen uns definitiv auch solche alten Tiefs hier einmal rüberziehen, solche Hochs einmal rüberziehen, dass wir dann auch die relevanten Unterstützung, Widerstände haben aus dem Chart, wie wir das typischerweise kennen. Das ist alles ist quasi wie so ein Netz, wie so ein Puzzle, was so ineinander übergreift. Ja, wir können nicht nur eine Sache betrachten. Das wäre schön, aber dafür ist der Markt viel zu komplex. Es gibt immer noch keine KI, die Daytraden kann. Warum nicht? Weil einfach der Markt sich immer so schnell ändert. Ne? Nicht, weil die Rechner nicht gut sind, sondern einfach, weil man da aus Big Data nicht so lernen kann, wie als wenn man sich irgendein Foto anschaut. Ja, das ist der Grund. Also von daher das noch so zum Abschluss, dass ihr auch da dann entsprechend ein bisschen darauf achtet, das gesamte Chartbild zu sehen, aber dann gerne mal einfach ausprobieren nach der Systematik, wie ich sie vorgestellt habe. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch tagtäglich tue und das seit mehreren Jahren. Also es ist keine Theorie hier, sondern tatsächlich richtige Praxis. Gibt es da sonst noch Fragen von eurer Seite? Ich glaube, US-30 wird hier noch gewünscht. Also, ich sehe es, ja, danke dir. Machen wir. So. US-30, die letzten 3 bis 4 Tage, 5-Minuten-Chart oder wo? Ach so, jetzt aber die Systematik Tageshoch, Tagestief durchgehen. Ja, können wir machen. Dann nehmen wir ruhig mal. Das ist ein 5-Minuten-Chart. Das ist das, was ich auch handle tagsüber. Was du natürlich dann mal gucken musst, wenn du das Tagestief und das Tageshoch einzeichnest, ist natürlich für dich wichtig zu wissen, wann guckst du. Ja, einfach deswegen, ich zeige das mal eben hier, weil es ist natürlich jetzt klar, dass wir, wenn wir jetzt das Tage, also jetzt wissen wir ja, dass das Tagestief hier unten ist, ne, um 15:50 Uhr. Aber ich denke mal, du willst ja nicht erst um 15:50 Uhr dann den Plan einzeichnen, sondern vielleicht schon vorher.
Also das wäre etwas, da müsste man tatsächlich gucken, ja, zu welcher Uhrzeit möchtest du es anlegen? Also das wäre zum Beispiel etwas, da kannst du meine Systematik deutlich besser backtesten, ja, weil die halt immer gleich bleibt, auch wenn der Kurs weitergeht. Wenn du immer vom Tagestief zum Tageshoch gehst, dadurch, dass sich Tagestief, Tageshoch immer wieder ändert, hast du natürlich immer einen anderen Fibonacci, je nachdem, um welche Uhrzeit du handelst. Also von daher können wir das jetzt hier nur recht schwer durchgehen. Also da müsstest du mal definieren für dich, von Uhrzeit bis Uhrzeit, was für dich dann Tageshoch und das Tagestief ist. Also zum Beispiel morgens um 9 Uhr mit der Nachtrange oder sowas zum Beispiel. Ja, aber das ist etwas, was wir jetzt quasi jetzt hier nicht so einfach machen können. Ja, sonst würde ich es gerne machen, aber wie gesagt, aber dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, bei welcher Uhrzeit du handelst, ist es für mich schwierig, dann den zu dem Zeitpunkt aktuellen Fibonacci dann halt einzulegen. Ja, aber gerne einfach mal durchprobieren. Man wird sich relativ schnell zeigen, ob die Systematik funktioniert oder nicht. Sonst noch Fragen? Achso, Nelson, kann er reden? Nein, tatsächlich Also, hier das nur geht den nicht. Referenten. Ja. Also Frage kommt, wie war das mit dem Momentum? Da ging es darum, dass wir uns quasi den ersten Impuls einzeichnen wollen. Und der erste Impuls ist quasi wie bei diesem Zickzack-Indikator, dass wir gucken, wie lange ist der Aufwärtstrend, also wie lange quasi sind hier sehr, sehr viele grüne Kerzen, bis wir den ersten starken Rücksetzer haben. Ja, also wenn wir das quasi so durchzeichnen würden mit so einer Regressionslinie im Prinzip, ja, wo ist quasi der erste Knick? Und das ist quasi das erste Momentum und da wollen wir einzeichnen dann hier am Ende die 100% und hier unten die 0%. Und alles weitere gibt sich dann aus dem Fibonacci. So, wie kann ich den Chart blank machen? Ich habe einfach nur eine Chartvorlage so abgespeichert. Das heißt also, das machst du folgendermaßen, dass du dir ein leeres Chart nimmst. Ich zeige das mal, wenn das jetzt Chart jetzt leere wäre. Moment. So, also quasi so ein Chart hast du. Dann rechte Maustaste und dann sagst du Vorlagen hier und dann kannst du die Vorlage speichern und dann nennst du diese Vorlage einfach Vorlage leer oder blank oder so, je nachdem, was du haben möchtest. Wenn man das als Standardvorlage haben möchte, dann nennt man das dann als Default. Dann wird die immer geladen. Genau. Also Default wie im Englischen. Dann schreibt ihr einfach das hier rein. Genau. Ja, guter Hinweis. Das nutze ich auch. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein neues Chart aufmache, dann seht ihr, dann sind direkt die Indikatoren drin, die ich halt nutze. Pivotpunkte zum Beispiel, Gleitenden-Durchschnitte, ADX. Und das ist einfach, weil ich das abgespeichert habe unter Default. Zeige ich nochmal hier. Ja, hier, da ist es. Also diese Vorlage, die nimmt er dann grundsätzlich. So, Frage noch, die Idee ist top, wenn es funktioniert. Also eine gute Frage. Wie gesagt, wir haben schon über mehrere Jahre Vermögensverwaltung damit gehandelt, also wo Kunden dran waren. Ich bin jetzt auch wieder für einen anderen, also das ist aber jetzt nicht CFD-Handel, das ist ein Zertifikatshandel für Follow My Money, also wo ich auch vorhandeln werde. Und auch da ist es so, dass man überprüft, dass ein Trader handeln kann, sonst würden die einen nicht einstellen. Also bei mir ist schon so, dass ich da nachweisen kann und sagen kann, dass die Sachen funktionieren. Es ist natürlich so, man muss etwas üben. Es wird nie so sein, dass man aus so einem Webinar rausgeht, das anwendet und das damit nur noch Geld verdient. Ja, wenn das Traden so einfach wäre, dann gäbe es halt nicht Pensionskassen, die es nicht schaffen, dass sie 1% verdienen im Jahr. Also so einfach ist es nicht. Also auch ich muss für meine Rendite kämpfen. Absolut. Also der Markt schenkt uns nichts, aber das sind schon alle Systematiken, wo ich mit einem guten Gewissen sagen kann, dass die funktionieren. So, hier kommen noch Fragen. Moment.
Also ein Teilnehmer merkt nur an, dass beim ADX eine 23er Linie waagerecht hilfreich wäre. Danke. Genau, gerne. Sonst noch Fragen? Moment, hier ist noch was mit dem Range. Wo funktioniert Fibonacci besser? Bei Range-Ausbruch oder Range-Retracements? Also jetzt den Ansatz, den ich jetzt vorgestellt habe, das wäre jetzt das typische Retracement-Handeln. Aber theoretisch natürlich, du kannst alles in beide Richtungen handeln. Also das ist auch etwas, vielleicht ein guter Punkt, dass du es noch ansprichst. Das machen wir tatsächlich auch so, wenn wir Handelssysteme programmieren. Da kann es auch sein, dass die erste Programmierung, dass es überhaupt nicht funktioniert und dann drehen wir die ganzen Sachen rum. Also Grundlogik war dabei jetzt, dass man sagt, wenn der Kurs steigt und ich habe hier eine Fibonacci-Linie und ich sehe, dass der Kurs grundsätzlich durch diese Linie durchbricht, ja, und ich probiere entsprechend Short zu gehen, dann kann ich das Ganze natürlich rumdrehen und sagen, ich nutze das als Ausbruchslinie. Also sowas ist natürlich immer denkbar. Ja? Also das ist auch genau das Wichtige, was wir als Trader haben müssen, dass wir uns dem Markt anpassen. Ja? Ich kann mal ein Beispiel geben. Wir hatten 2015 haben wir mal für eine Vermögensverwaltung ein Handelssystem programmiert, für eine externe. Das war tatsächlich ein Ausbruchssystem. Und 2014, 2015, da konntest du tatsächlich am Tageshoch oder am Tagestief im DAX, da konntest du blind einsteigen und der Index, der ist gerannt und gerannt und gerannt. Super gut. Und 2016, von jetzt auf gleich, hat das nicht mehr funktioniert. Ja, also das heißt, immer wenn ich hier irgendwas vorstelle oder so, das ist quasi der aktuelle Stand. Aber als Trader müssen wir immer die Flexibilität haben, auch Sachen zu hinterfragen, wenn mal irgendwas nicht mehr funktioniert, dass wir dann so eine Sache zum Beispiel rumdrehen. Also es gibt immer wieder Märkte, die sind dann eher, sagen wir mal, für einen Abpraller interessant und andere Märkte, die sind interessant, dass ich halt einen Ausbruch handle. Also von daher guter Hinweis. Sonst noch Fragen? Wohl erstmal nicht so aus. Dann von meiner Seite, also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt. Waren auch viele mit dabei. Ich hoffe, wie immer, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Testet das, wenn noch Fragen im Nachhinein sind, einfach gerne auf die FX Flat E-Mail antworten. Na, das wird mir dann weitergeleitet. So helfe ich gerne nochmal aus, wenn da noch Fragen sind. Wie gesagt, ihr sollt hier was mitnehmen, dass ihr da entsprechend besser handeln könnt. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Marc. Und vielen Dank an alle, die hier teilgenommen haben. Ja, fand ich interessant, hat Spaß gemacht. Ich denke, na, du hast es ja auch schon gesagt, dass das Feedback hier wirklich sehr gut ist. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, so dass man dann entsprechend alles nacharbeiten kann. Und bei Fragen, wie du auch gesagt hast, gerne an FXFlat. Wir leiten das Ganze weiter. Marc hat es auch am Anfang gesagt, dass wir zusammen noch weitere Webinare veranstalten werden. Sie werden diesbezüglich auch informiert. Und von daher wünsche ich noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Ist ja sehr turbulent aktuell, deswegen passen Sie auf Ihre Position auf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss zusammen. Jo, tschüss.